Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karierte Flagge, dem F1 Fan Podcast, direkt nach einem der wohl aufregendsten Rennen der Saison bisher, dem Grand Prix von Aserbaidschan auf dem Baku Street Circuit. Oder Baku City Circuit? Jetzt bin ich mir selber unsicher, wie der nochmal genau heißt. Baku City Circuit. Auf jeden Fall ein wundervolles Straßenrennen. Gefahren wird einmal um die Altstadt herum und dann durch die moderneren Teile so Ja, von der Stadt. genau. Übrigens die niedrigst gelegene Hauptstadt auf der ganzen Welt mit 28 Meter unter dem Meeresspiegel. Ich Mal muss so sagen, Fun wir Fact. können gerade mal kurz noch nicht anfangen, mein Handy lädt nicht. Natürlich können wir anfangen. Wir starten die App neu. Wir können mit dem Sieger des Rennens anfangen. Oscar Piastri, der ein verdammt starkes Rennen gefahren ist. Ohne Frage. Also, am Start gegen Leclerc verloren. Jetzt haben wir's. Nach den Boxenstopps immer noch hinter Leclerc gewesen. Und dann aber mit den harten Reifen an Oscar Piastri, an Oscar Piastri, an Charles Leclerc vorbeigezogen und hat sich die letzten 20 Runden, 25 Runden, Eine gute Weile. das halbe Rennen auf jeden Fall letztendlich gegen Leclerc wehren können, bis Leclercs Reifen kurz vor knapp aufgegeben haben. Also, es war ein starker Kampf gegen Leclerc. Sie waren sehr nah. Es war immer wieder. Okay, ist er im DRS? Oh nein, er ist im DRS. Er hat es nicht geschafft und es ging wirklich die ganze Zeit. Er ist im DRS. Er fährt ran, er fährt ran, er fährt ran. Er schafft es doch nicht. Er verteilt. Oscar Piastri verteidigt super. Die ganze Zeit bis zu keine Ahnung Bis welcher fünf Runden Runde. vorher, Und ungefähr. dann haben Charles Leclercs Reifen angefangen aufzugeben. Und es war schon in dem Moment, hat man auch von Oscar Piastri gehört, dass nicht mehr so gut läuft, dass die Reifen schon anfangen nachzugeben. Aber zu seinem Glück haben die Reifen des Ferraris von Charles Leclerc vorher Aufgegeben. aufgegeben. Ja. Und er konnte sich vorne halten, konnte sogar noch ein klein wenig Gas geben. Ja, er hat einen guten Abstand noch aufgebaut. Was man sagen muss, ey, dieses Überholmanöver, mit dem Piastri an Leclerc vorbeigezogen ist. Holy damn, der kam ja aus dem Nichts. Überholmanöver des Jahres. Es war Absolut. großartig. Es war wirklich so, ah, die Runde, die Kurve, die wird's jetzt nicht. Und er zieht raus, fährt an ihm vorbei. Und Leclerc konnte nicht mal wirklich verteidigen. Er war und er war die ersten 0,5 weg. Ja, genau. Und man muss auch sagen, eine der besten Szenen im ganzen Grand Prix waren, als in der letzten Kurve erstmal Piastri geslidet ist, ein bisschen mit dem Heck, und Leclerc. Wo man dachte, oh nein, jetzt, da ist der Fehler, auf den Leclerc die ganze Zeit wartet und dann Leclerc den gleichen Move in der gleichen Kurve. Batz Ja, vorbei, das gleiche war ein super Zeit. Replay, muss man sagen. Das sah richtig cool aus. Es war so typisches Nachahmen, ne? Also, er sollten ihm mal sagen, dass er das nicht machen soll. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu Oscar Piastri zu sagen, außer dass es absolut starke Leistung war und auf jeden Fall gezeigt hat, dass er das Zeug hat, Rennen auch alleine zu gewinnen, ohne komische Strategenbefehle, wie es in Ungarn der Fall war. Richtig, also es war ja am Anfang, ich glaube Anfang der Woche oder Mitte der Woche wurde gesagt, dass Norris Fahrer 1 ist, dass sie ab jetzt Norris unterstützen werden, um vielleicht noch eine Chance auf den Titel zu haben. Oscar Piastri hat gezeigt, dass er auch eindeutig nicht raus Gut, ist. das muss man aber auch sagen, lag auch daran, dass Norris sich auf P17 qualifiziert hatte und dementsprechend sich das gesamte Feld arbeiten musste. Was er, muss man sagen, möchte ich jetzt sagen, ich weiß, wir kommen gleich zu ihm. Hat er mega Ja, gemacht. das war wirklich also ein starkes Rennen auch von Norris. Oscar Piastri auch Fahrer des Tages. Absolut Ansonsten verdient eigentlich. absolute Props an den jungen Mann. Australien. Australier. Da kann man Also. mehr sagen, eigentlich nicht. Es war großartig, wie er gefahren ist. Sein Überholmanöver, sein Fahrstil, es war sehr beeindruckend und Ja, was muss. unerwartet würde ich es nicht sagen. Nee, es war schon erwartet, dass der McLaren stark ist. Dazu muss man auch sagen, dass der Ferrari auch mega stark war. Also auch Leclerc hat ein mega krass gutes Rennen gefahren. Er hat einfach nur nicht die Geschwindigkeit auf den harten Reifen gehabt, um gegen Piastri zu kämpfen. Ansonsten aber, der blieb bis zu den letzten fünf Runden an ihm dran. Und dann in der vorletzten Runde hat er das Heck in der dritten Kurve verloren. Hat das erstmal in der ersten Kurve gegen Perez kämpfen müssen. Hat sich gerade noch geschafft, vor ihm zu halten. Dadurch hat Sainz eingegriffen.
Und was in der darauffolgenden Kurve passiert ist, wissen wir alle. Dann lagen auf einmal Sainz und Perez in der Wand. Ich würde jetzt Aber vielleicht zu Glück wirklich erstmal, nicht. ich würde Nein. vielleicht erstmal Piastri abschließen. Klasse Rennen, großartig weiter. Das hatten wir Leclerc schon, ne? ebenfalls ein wirklich Ja, das habe klasse ich auch Rennen. gerade Ja, du gesagt. Du bist doch wiederholst mich. komplett abgenommen Nein, in das nennt dieser man Sequenz. Überleitungen. Nein. Das nennt man Da war keine Überleitung. Überleitung. Doch, das war eine Überleitung. Naja, also Leclerc leider irgendwie ein bisschen abgesagt dann mit dem Ja, Reifen. also man Hat muss echt. leider nicht ganz so gut. Er hätte die Chance gehabt, finde ich. Also ich meine, er war ja permanent dran. Ja, also wie gesagt, es war ein verdammt gutes Rennen auch vom Ferrari und man hat gesehen, was für eine Pace dieser Ferrari Das war so inzwischen hat. krass. Er ist losgefahren und er hatte ja einen besseren, also Sie Leclerc, er hatte einen besseren Start als Oscar ja, Piastri. das stimmt. Und dann ist er davon gefahren und dachte noch so, ach du meine Güte, der ist aber ganz schön schnell. Der war auch verdammt schnell. Also so in dem Moment, Also. wo er losgefahren ist und man es dann so seitlich gesehen hat, da war so, Also die Updates, die sie nach upsie. Monza gebracht haben, haben auch hier eindeutig Wirkung gezeigt, wie man gesehen hat. Und wie gesagt, es war einfach dann ein starkes Rennen von beiden Fahrern, also von Piastri sowie Leclerc. Piastri hat letztendlich die Oberhand gehabt. Aber trotzdem, das zeigt, dass Ferrari die Chance hat zu gewinnen. Richtig, wer auch die Chance zum Gewinnen scheinbar hat und öfters nutzen möchte oder schon mal nicht genutzt hat, obwohl er sie hatte. Meinst du George Russell? Ja, sneaky George Russell, der einfach schon wieder aufs Podium gesneakt hat. reingesneakt, ne? Ja, aber ganz ehrlich, er hat ja auch schon seinen Titel, seinen Sieg dieses Jahr. Ja, genau, er hat seinen ersten Sieg, seinen zweiten Sieg dieses Jahr geholt. Und Erst in einen diesem Sieg schon Jahr. verschenkt, naja, Ja, gut, dafür konnte er nichts. Das war war halt. einfach unlucky. Ja, richtig. Aber richtig lucky, schon wieder Podium. Ja, genau, auf einmal stand der da auf dem Podium nach dieser Sainz-Perez-Geschichte. Regulär war er ja irgendwo eigentlich auf, lass mich raten, 5. Ja, er war auf 5 und irgendwie war auch der Mercedes überhaupt nicht da, wo er erwartet wurde, zumindest. Tatsächlich, ja, ich habe auch mehr erwartet vom Mercedes. Klar, der andere Fahrer, andere Geschichte, reden wir auch später. Aber Russell, ja, er ist halt, sagen wir mal, gefahren. Ja. Und das war's damit, er ist Also halt gefahren. man hat von ihm nicht viel mitbekommen, außer das Überholmanöver gegen Verstappen, nachdem dieser am Start gegen Verstappen verloren hatte und nach den Boxenstopps dann seinen Platz zurückholen konnte. Ansonsten, naja, er hat sich halt aufs Podium gesneakt. Wieder mal. Er war plötzlich da. Ich habe da heute ein sehr lustiges Meme gesehen. Ich hatte es dir geschickt. Kann sein. Schön. Naja, auf jeden Fall, ich habe sehr lachen müssen. Okay. Ja, kann sein. Ich hab's gerade überhaupt nicht im Kopf. Soll ich Ja, kurz nein, rausgucken? brauchst du jetzt nicht Naja. rausholen. Na, auf jeden Fall, George Russell, glücklicher Dritter bestimmt. Ja, absolut. Weiter mit dem anderen Engländer, Lando Norris. Lando Norris. Holy shit, was war das für ein Rennen? Das. Auf P15 gestartet, nachdem zwei andere Fahrer noch Strafen bekommen haben. Und ich Also glaube, regulär ist er im. er hat sich auf 17 qualifiziert. Daraufhin wurde Pierre Gasly disqualifiziert vom Qualifying. Guck mich halt noch abfälliger an. Ich wollte sagen, dass er auf P17 Ja, hätte okay. starten sollen. Er hat sich auf 17 qualifiziert. Ja. Naja. Und Hamilton hat dann letztendlich aus der Boxengasse gestartet, was den auch nochmal nach hinten katapultiert hat. Und dadurch Norris 2 Plätze weiter vorne starten konnte. Was nicht allzu schlecht war, er hat sich nämlich ganze 11 Plätze vorgearbeitet. Er hat letzten Endes auf 4 beendet und das ist stark. Wo man sagen muss, bei den letzten Plätzen hatte er Glück, dass diese Geschichte mit Sainz und Perez war. Das war schon Glück, ich meine, weil Guten, den er hätte ich da. nicht hatte. Er hätte auch Russell nicht mehr bekommen. Also ich meine, er war letztendlich immer noch 5 Sekunden hinter Russell. Ja, aber es war so krass. Er ist ja von hinten an Max Verstappen rangefahren. Und Dieser dieser Überschuss, Kampf. ey. Was für ein Kampf? Der ist so schnell an dem vorbei gewesen. Richtig, das meine ich. Das war kein Kampf, das war einfach eine eindeutige Niederlage für Verstappen. Aber den Kampf bis dorthin, also an allen anderen vorbei und wieder aufgeholt nach dem 15 Boxenstopp. Sekunden hat er aufgeholt in den letzten 20 Runden. Und dann war so, okay, er kann noch an ihn ranfahren, es wird aber auf die letzten paar Runden rauslaufen. Das sehe ich auch jetzt erst. Norris war letztendlich 40 Sekunden vor Verstappen. Aber Verstappen war auch zwischendurch nochmal in der Box. Ja, in der vorletzten Runde, eigentlich, obwohl haben wir noch Norris. Haben wir noch was zu sagen? Nein, Ja, ist nicht gefahren, leider hat es nicht gereicht. immer gute Punkte. Drei Auf jeden Punkte Fall. mehr als sein WM-Kontrahent. Weil er hat sich auch noch die schnellste Runde geholt. Das muss man Okay. sagen. Die hat Ja. Verstappen gewollt. Ja, Muss genau. man realistisch bleiben? Verstappen ist in der zweitletzten oder der letzten Runde?
In der vorletzten Runde, in der das mit Perez und Sainz Da ist passiert auf ist. jeden Fall in die Box gefahren, um sich neue Reifen zu holen, Neue um sich Softs. die schnellste Runde zu holen. Was ich, um ehrlich zu sein, da schon nicht verstanden habe. Es ist In ein dem Punkt Moment. mehr. Es ist ein Punkt mehr und ein Punkt kann viel ausmachen. Ja, aber in dem Moment war Norris an ihm eigentlich schon vorbei. Ja, genau, deswegen. Er versucht ihn vor sich zu halten und wenn das nicht funktioniert, dann schnellst du die Softs auf und kaufst zumindest die schnellste Runde. Naja, hat auf jeden Fall Viele. dank der anderen nicht Ja, funktioniert. dadurch, dass es dann einen VSC gab nach dem Crash von den beiden, konnte Verstappen sich die schnellste Runde sonst wohin stecken, weil die gab es dann nicht mehr. Nein, die hat sich Norris Ansonsten geholt. muss man sagen, dass Verstappen das gesamte Wochenende schon gestruggelt hat. Also er lag deutlich hinter seinem Teamkollegen, was seit Miami 23 nicht mehr passiert ist. Das stimmt, es wurde auch, also er hat auch den Funkspruch rausgelassen, dass die Bremsen nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Die reagieren nicht anständig. Irgendwas Allerdings war's. müssen wir auch dazu sagen, was auch dann die deutschen Kommentatoren zugesagt haben. Also dafür, dass seine Bremsen nicht funktionieren, kann er erstaunlich gut in Kurve 1 reinbremsen. Zitat Ja, Ende. also das Ding ist, wo er das gesagt hat, ist er davor kurz über. Ja, man Er hat die könnte es vorletzte als Kurve geschnitten. Abkürzen Er hat bezeichnen, wenn die man es vorletzte Kurve möchte. geschnitten. Richtig. Und da hat er dann gesagt, seine Bremsen funktionieren nicht. Gut, man weiß aber auch nicht, wann der Funkspruch kam, weil bei uns kommen die Funksprüche immer verzögert. Es ist keine Ahnung. Ich glaube schon, dass was dran ist, weil Ja. man hat gesehen, dass er struggelt mit dem Auto, mit der Strecke, mit sich selbst vielleicht auch irgendwo ein bisschen. Ja. Irgendwas stimmt da nicht ganz so im Paket vom Red Bull aktuell. Was? Erstaunlich ist. Obwohl sie ein Ja. riesiges, also sie haben jetzt ja nochmal ein riesiges Unterboden-Upgrade gebracht, was eine Kombi aus den letzten drei Updates war. Aber offensichtlich hat das auch nicht funktioniert, zumindest nicht für Scheint Verstappen. richtig, aber bei Paris scheint es funktioniert zu haben. Ja, bei Perez war einfach nur dieser Crash unlucky. Dazu kommen wir aber gleich. Später. Das ist, wir teasern es die ganze Zeit. Es kommt noch, Ja, wirklich. es kommt noch. Wenn wir zu denen kommen. Jetzt kommen wir erstmal zu Fernando Alonso und ganz ehrlich, war der überhaupt da? Ja, ich habe ihn gesehen. Er Ach wurde ja. von Norris überholt. Okay, hat er sonst noch irgendwas gemacht? Ich Also. glaube, er hat, ja, ich glaube, Verstappen hat er ab und zu versucht. Hä? Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen grün gesehen und irgendwann ist Stroll raus gewesen oder so. Also ich habe mehr zu Stroll in diesem Rennen gesehen als Alonso. Ja, schon. Das stimmt. Daher kann ich leider nichts zu Alonso weiter sagen. Oder wir? Also ich Wir, wüsste nee, nicht. ich wüsste leider auch nicht so viel. Ich weiß, dass dass Norris an ihm vorbei ist. Und ich glaube, er hat gegen irgendjemand auch noch eine Weile gekämpft, aber Das ich weiß weiß ich nicht. nicht genau gegen wen. War es Cola Pinto? Ja, wahrscheinlich Ich irgendein weiß es Erben. nicht mehr. Und ich würde einfach sagen, dass wir die nächsten beiden Fahrer in einem durchsprechen, weil. Ja. Nee, wobei, ich Doch, doch, möchte. doch, doch. Also schon im Einzelnen, aber auch die Gesamtleistung der beiden erstmal ansprechen. Darf ich sagen? Darf ich anfangen? Was ist aus Williams geworden? Das ist ja großartig, was sie da machen. Es ist. Sorry, Logan Sargent. Ja, du warst schuld. Ja, er war das Problem. Es ist fantastisch. Sie haben jetzt 10 Punkte in diesem Rennen gefahren zusammen. Ja. Mehr Punkte, als sie die gesamte Season geholt Beide haben. in den verdammten Punkten. Colapinto, zweites Rennen. Punkte. Großartig. Albon ist ewig lange auf dem dritten oder Zweiter, dritter, er ist ziemlich weit vorne gefahren. war hinter Piastri und Ja, Leclerc. stimmt, er ist sehr lange auf dem dritten Platz gefahren, weil er auch auf harten gestartet ist und dann lange draußen geblieben ist. Es war wow. Ich war Also. einfach nur beeindruckt von den Williams dieses Wochenende. Absolut. Die Er hat Leistung sogar, von er konnte die allen beiden. Geschwindigkeit von einem McLaren mit alten, harten Reifen halten. Oh ja, Das krass. wirklich beeindruckend war. Ja, und Also. Colapinto, man hat ihn mehrfach kämpfen sehen, man hat ihn überholen sehen. Klar, er wurde auch überholt. Klar, die Boxenstopps waren. Die Williams haben viel mit den Haas gekämpft, muss man sagen. Ja. Gerade gegen Ende des Oh Rennens. ja, aber es war. Das hat schon viel von diesem unbeschreiblich spannenden Rennen ausgemacht. Ja, Also, also wirklich. vorne war spannend, Mitte war spannend und dort war hundertprozentig auch spannend. Ja, genau. Also wirklich absolut krasse Leistung von Williams in diesem Rennen. Kann man nur so sagen. Also Beide was für ein Fahrer Zustand. Ja. fantastisch. Ich glaube, damit müssen wir es beenden, abschließen. Fantastisch, Unsere Williams. Glückwünsche noch an Colapinto für seine ersten Punkte in seinem zweiten Rennen. Absolut krass. Ich glaube, wenn er in Monza ein besseres Qualifying gehabt hätte, hätte er da vielleicht schon Punkte holen können. Darf ich mir Vielleicht. was wünschen? Ich möchte, dass Colapinto nächstes Jahr auch fährt. Das wird wahrscheinlich nicht Ich passieren. weiß, aber wie gut wäre es denn bitte? Er fährt Ja. großartig. Das stimmt, weil ich glaube, wir haben hier noch zwei Sitze offen.
nicht richtig bin, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir haben nur noch RB offen, den zweiten Sitz Ja, aber der ist und ja klar, wo er ja, hingeht. wird wahrscheinlich an Lawson gehen. Und wir haben noch Dings offen. Wen haben wir denn noch offen? Audi. Hä? Audi, der zweite, ist Ah auch ja, Audi, drin. stimmt. Oh, Also das wäre sauber. schön. Ja, Colapinto würde ich Ja. es absolut gönnen, nächstes Jahr auch nochmal zu fahren, weil jetzt so die halbe Saison hinten raus und fuck, er hat mehr Punkte als Jetzt schon Sargent. Sargent überholt und Naja. sauber, aber das ist keine Leistung. Auch überholt und zwar relativ viel hat Hamilton. Echt? Der hat auch ziemlich gestruggelt. Ja, Ja. aber er ist aus der Boxengasse gestartet und Das hat auf stimmt. 9 geendet. Das Klar stimmt. muss man noch berechnen, dass Leute zurückgefallen sind und Leute auch rausgeflogen sind. Ja, Ja. wenn er unbändig gewesen wäre, hätte er es nicht in den Punkten geschafft, muss man einfach so sagen. Aber er wäre trotzdem auf 11 gewesen. Das stimmt. Und das von ganz hinten. Also Das stimmt. klar, wir wissen, wir reden hier über Hamilton. Er hat schon schwere Sachen geleistet. Ja, er hat schon Hat er sich schwere Sachen schon so geleistet. mal so viel vorgearbeitet in einem Ich Rennen? glaube, in Mexiko damals das eine Rennen, wo er seinen Titel geholt hatte. Auf jeden Fall, wir wissen, dass er Ich weiß nicht fahren mehr, welches Jahr kann. das war. Wir wissen, dass er sehr gut fahren kann. Ja. Klar ist es irgendwie traurig, ihn nur dort zu sehen. Vor allem, weil man jetzt irgendwie ein bisschen auf die Mercedes gebaut hatte. Aber dafür, dass er von ganz hinten gestartet ist, aus der Boxengasse raus, Trotzdem auf gute 9 Leistung. gefahren, Punkte gefahren. Trotzdem Es super ist Leistung. trotzdem gut gewesen. Ja. Und auch wieder das zweite Rennen in seiner Karriere und das zweite Mal Punkte. Olli Berman im Haas. Junge. Also ich sag's dir. Wir haben da, glaube ich, was Großes vor uns nächstes Jahr, wenn der Haas nicht allzu schlecht wird. Ich hoffe drauf, also dass der Haas gut wird. Das hoffe ich auch. Für Berman hoffe ich es wirklich sehr, Dazu weil muss man noch sagen. er ist ein großes Talent. Dazu muss man auch sagen, er hat seinen viel, viel, viel erfahreneren Teamkollegen Hülkenberg geschlagen. Yep. Ja, okay, aber also Nein, nein, nein. Hülkenberg ist der bessere Fahrer Hülkenberg ist ein im Haas, im richtig guter Fahren. Fahrer, aber es ist einfach nur, er hat so viel Pech. Ja, Er ist wie das das stimmt. deutsche Wetter. Regnerisch. Im Regen kann er gut fahren. Er ist ja auch Deutscher. Richtig. Ja, aber trotzdem, super Rennen von Berman. Man hat ihn zwar nicht allzu oft gesehen. Was sehr schade ist. Aber Ja. ich weiß, dass er, glaube ich, gegen Alonso gekämpft Er hat. hatte gegen Hamilton auf jeden Fall gekämpft in den letzten Runden und dagegen verloren. Deswegen war Hamilton letztendlich vor denen. Keine so große Ahnung Und mehr. gegen Hülkenberg hat er gekämpft. Ja, das weiß ich. Und gegen Colapinto hat er auch gekämpft. Stimmt. Ja, wie gesagt, mit den Williams haben sie sich ja viel gebettelt, die Die Haas. ersten, ne? Oh. Aber trotzdem. Beides rennen beide, ne? Ja, trotzdem Aber verdammt gutes Rennen. darf Also ich wirklich. sagen, sie hatten einen Fehler drin. Und zwar beim Intro, oder wie man das nennen möchte. Da war Berman im Ferrari rot. Ach so, in der Hast Startaufstellung du war. mir Ja, das draufstellen das genommen? ist einfach Ferrari-Anzug bekommen, versehentlich. Nicht im Haas, sondern im Ferrari-Anzug. Und da war noch so, ah, das ist falsch. Ja. Aber tatsächlich später dann das kleine Bild, dann, das war dann richtig im Haas-Anzug. Aber. Gut gefahren, Ja. beeindruckend Ja. und verdammt nochmal schon wieder Punkte. Das stimmt. Wer leider keine Punkte hat. Nico Hülkenberg, knapp daneben ist aber auch vorbei. Ja, auch gut gefahren, muss man ihm Absolut, lassen. absolut gut gefahren. Wo hat er Keine denn Frage. gestartet? Hülkenberg ist gestartet auf 13. 14, 12. 12 dann. Ja, Hamilton ist noch hingesetzt worden. Gasly wurde in der Tabelle schon rausreden, weil er disqualifiziert wurde. Aber er ist auf 12 gestartet letztendlich. Ja, hat sich einen Platz vorbehalten Eigentlich. können, aber immerhin. Also, trotz allem. Ja, natürlich. Ja. Es ist, wenn man bedenkt, wo Haas schon mal gewesen ist. Ja. Und Hülkenberg ist wirklich ein großartiger Fahrer. Also ich hoffe tatsächlich nächstes Jahr so ein bisschen auf das neue Konzept mit Audi. Oh ja. Und dann natürlich erst recht 26. Und dann, 76 ich wird mal, passieren. wie die deutschen Kommentatoren immer so schön sagen, aus deutscher Sicht drücken wir da einmal die Daumen, dass Hülkenberg ganz vorne mitfährt. Ja, aus solcher Sicht, dass wir noch einen zweiten deutschen Fahrer bekommen. Auf wen hoffst du? Also einen Mick Schumacher wieder. Gut, ich hoffe auf Vettel. Ja, das natürlich auch, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, das sind zu viele Hoffnungen. Ja, vermutlich. Ja, kommen wir zu dem nächsten, der sehr gut sich nach vorne gearbeitet hat. Also für die Verhältnisse des Autos. Pierre Gasly. Für wo er gestartet hat. Nachdem er auf dem letzten Platz, beziehungsweise 18. Platz gestartet ist, nach seiner Disqualifikation vom Qualifying. Wegen. Ich weiß gar nicht, warum er disqualifiziert wurde. Ich muss ehrlich stehen, ich weiß es gar nicht, warum er disqualifiziert wurde.
Denk nach, du hattest das, glaube ich, gesagt Ja, ich gestern. hatte es mal gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Also es tut uns leid, vielleicht kriegt er noch einen Nachtrag, wenn, dann müsst ihr halt selber googeln. Ja. Auf jeden Fall hat sich letztendlich auf P12 vorarbeiten können. Und da muss ich sagen, er hatte ein paar wirklich beeindruckende Überholmanöver. Echt? Ich habe absolut keine Erinnerungen mehr. Oh doch, er hat überholt. Auf jeden Fall. Und Erzähl du, ich habe, wie gesagt, lernen. da du mich jetzt verunsicherst, ich bin mir nicht zu 1000% sicher, aber nein, eigentlich, er hat wirklich mehrfach überholt und man hat es auch gesehen. Und wir gegen die anderen und seinen Teamkollegen, also was da los war, keine Ahnung. Also, ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die beiden exakt gleich gut fahren. Ich glaube, ich muss es zurücknehmen. Ich Also, bin auch der Meinung, dass Gasly der bessere wenn Fahrer ich ist. das hier gesagt habe und nicht nur im Privaten, ich muss es, glaube ich, zurücknehmen. Gasly ist ein unheimlich guter Fahrer und Ocon ist irgendwie, naja, Ich vielleicht sehe sind wir mit dem Auto Gasly nicht da. als besseren Fahrer als Ocon, muss ich Ja, das sagen. hast du gesagt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im Ja. Podcast war. So, kommen wir zu dem nächsten enttäuschenderen Fahrer. Daniel Ach, Ricciardo. darüber möchte ich nicht drüber reden. Ja, es ist aber so. Also. Er belegt einen Platz in einem Junior-Team und zeigt absolut null Leistung. Also Ich meine, prinzipiell, er hat es geschafft, sich einen Platz nach vorne zu arbeiten. AB ist ein Junior-Team. Da möchte ich vielleicht gerade mal ansetzen. Nicht, dass ich Ricardo nicht gerne fahren sehe. Es ist absolut großartig gewesen, als es hieß, er kommt wieder ins Auto, er wird wieder fahren. Ja. Aber irgendwie, wo ist er hin? Ja, also der alte Danny Rick ist nicht mehr da. Last of the Late Breakers? Ja, ist nicht mehr. Wo? Ist nicht mehr. Bitte, er ist großartig gefahren. Es war fantastisch und jetzt, dann, man sieht ihn nicht mal in den verdammten Rennen. Gerade mal, wenn ein Gasly an ihn vorbeifährt. Genau. Da hat man ihn gesehen, aber sonst gar nicht. Nicht mal in den Boxenstopps. Nee, das stimmt. Ah, doch, wo Yuki den Tsunoda, Entschuldigung, wo Tsunoda die Beschädigung hatte, da hat man Ricardo an ihm vorbeifahren sehen. Ah, okay. Vermutlich hat er da auch seinen einen Platz her. Das kann sein. Keine Ahnung. Nee, Ich. Tsunoda ist ja hinter ihm gestartet. Ah, na dann. Oder? Nein, Nee, eigentlich. Tsunoda ist vorne dran Hinter gestartet, hat doch ja. gesagt. Oh, nee, das ist einfach nur Ja. tragisch. Er wird. Also, ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch fährt. Ich glaube es auch nicht. Egal für welches Team, ich sehe es leider Gottes nicht, auch wenn ich ihn gerne weiterfahren sehen würde. Ja, Aber halt genau. ihn sehen, vorne sehen, beim Paaren, beim Kämpfen. Ja. Kommen wir zu dem, der kämpft, aber nicht mit um Platzierungen, sondern mit seinem Auto. Joe. Der sauber ist halt einfach. Ich finde es schade, dass wir nicht beide sauber in einem abverspannen könnten, Nee. weil es ist genau die gleiche Aussage für beide. Was Er willst war du mehr halt. sagen? Also, das einzige wirklich Positive, was man aus diesem Wochenende für sauber ziehen kann, ist, dass sie den schnellsten Boxenstopp des Wochenendes hatten. Das ist beeindruckend. Bedenkt nochmal, was wir Anfang des Jahres gesagt haben, wo Sauber mit seinen Boxenstopps war. Die haben den schnellsten jetzt. Ja. Yeah! Sauber Boxenstopps. Ich will nicht wissen, wie viel die drangsaliert wurden, dass die mal Ja ordentlich gut, an üben. sich, es war nur ein 2-3er-Boxenstopp, also es hätte besser sein können. Aber Hätte Fahrradkette. ich meine, für andere Teams hätte es besser sein können. Also, dass andere Teams nicht schneller waren als 2-3, ist halt schon. Aber gut. Ja, aber Sauber hat mal seinen besten Boxenstopp. Also, Ja. das ist eine Leistung für die, okay? Das stimmt. So, ansonsten, Joe, das Einzige, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass er irgendwann Bottas überholt hatte. Aber das lag auch daran, dass er auf einer ganz anderen Strategie gefahren ist als Bottas. Hab ich nicht mitgekriegt. Das ist auch, glaube ich, genau dieser eine Moment, wo er an ihm vorbeigezogen ist, wo man sie wirklich mal gesehen hatte. Oh ja, wo Grün an Grün vorbeigefahren ist. Ja, Ja, doch, genau. doch, doch, das habe ich mitgekriegt, aber nicht, dass sie zwei unterschiedliche Strategien fahren, das wusste ich nicht. Na, das haben wir ja gesehen, dass wir auf unterschiedlichen Reifenmischer sind. Sag mal, was hast du denn da gemacht, ey? Ich bin eingeschlafen. Dann lass den doch einfach mal ausgestreckt, dass er wieder durchflutet wird. Du bewegst dich hier, als hätte man dir den Fuß halber abgehackt. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja, kommen wir zur nächsten Enttäuschung des Tages, Esteban Ocon. Wobei so enttäuschend, ich weiß nicht, ob es so enttäuschend für sie Er war, ist ist auf auf. 15 Er ist. geendet. Nein. Gut, ist auf 15 geendet, ja. Nachdem er aus der Boxengasse gestartet ist und vier Leute vor ihm ausgefallen sind und er an einem Bottas vorbeigefahren ist. Enttäuschend. Okay, das ist nicht wirklich viel Leistung. Nein.
Also, ich meine, alles, was die machen, ist generell krasse Leistung. Das ist sehr beeindruckend. Aber für das, was er fahren könnte und für das, was natürlich sein Teamkollege im regulär gleichen Auto geleistet hat, ist es doch irgendwie. Ha. Gut. Aber vielleicht war es einfach nicht sein Rennen, weißt du? Das könnte man, glaube ich, auch Nicht zu jedem sauber sagen. seine Strecke. Das könnte man zu jedem Rennen, die Weißt jetzt laufen, du, sagen. da wir Bottas gleich mit abgefestöppert haben mit Joe, können wir direkt zu demjenigen gehen, dessen Strecke es eigentlich ist. Ja. Und der auch gezeigt hat, dass es seine Strecke Ja, dem ist. Rekordsieger der Strecke, Sergio Perez. Dem einzigen, der bisher zweimal auf dieser Strecke gewinnen Und konnte. dazu sagen wir jetzt, er ist auf 17 geendet. Das ist dafür, dass es seine Strecke Gut, ist. gut. Er ist vorne gefahren, die ganze verdammte Er hat Zeit. um Er hat den auch zweiten Platz gestartet. gekämpft. Er ist auf dem dritten Platz gestartet. Oder? Ne, im vierten Platz ist er gestartet. Er hat Er hat um Sainz den überholt. zweiten Platz gekämpft. Ja, gegen Charles Leclerc. Gegen Charles Leclerc und im selben Ritt gegen Carlos Sainz, weil der auch um den zweiten Platz gekämpft hat. Es war. Und dann kam in der letzten, vorletzten Runde die Berührung zwischen den beiden. Indem Perez das Hinterrad von Sainz berührt hat, Sainz dadurch nach links gezogen wurde und ihn und Perez in die Wand gedrückt hat. Genau, sie sind Was ein beide. ziemlich heftiger Einschlag in der Betonwand war. Ich habe es leider nicht live gesehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich nicht im vorm Fernseher befunden, leider Gottes. Ganz dramatische Sache das. Echt so. Könntest du das verpassen? Ja, schlimm. Ich hätte ja, aber im Nachhinein gesehen, ne? Auf jeden Fall, es ist heftig gewesen. Also dieser Einschlag, das Rüberziehen, dass sie sind in der Wand gelandet und sie waren raus und es war so, shit. Ja. Da hast du auch nichts anderes mehr denken können, außer, oh Vor shit. allem, es war so überhaupt nicht zu erwarten, dass das passiert. Ich meine, keiner von denen ist so gefahren, dass das wird gleich, es wird gleich krachen. Das hätte passieren sollen, ja, Ja. das stimmt. Also. Das war irgendwie ein bisschen, also regulär betrachtet war es Was ich hart noch strange unnötig. finde, ist, dass Perez als 17. klassifiziert wurde und Sainz als 18., obwohl Sainz das Auto war, welches vorne stand in der Wand. Vielleicht, weil man ihm ja die Schuld gibt, seins. Ja gut, nein, es wurde von den Stewards noch nichts gesagt, wer von den beiden schuld war. Letztendlich würde ich auch behaupten, dass es einfach ein Rennunfall war. Ist traurig. Allerdings muss man sagen, es hätte Möglichkeit gegeben, ihn zu verhindern. Ja, wenn ich den Platz neben sich benutzt Perez hätte hätte. links wesentlich mehr Platz gehabt. Sainz hätte die Linie gerade halten können. Und dann wäre das vielleicht nicht passiert. Perez wäre an Sainz vorbeigefahren und hätte wahrscheinlich im nächsten Ritt Leclerc erwischt. Also Anbetracht der Tatsache, dass es prinzipiell beides keine Punkte gibt, macht es ja keinen großen Unterschied, außer Nein, in die der Diskussion um Wertung das Strikes. selbst. Aber das Ding ist halt, prinzipiell müsste man glatt sagen, sie wären beide 17. Nein, eigentlich ist ja Sainz vorne gewesen. Also ich finde es irgendwie lustig, dass es so rum ist. Aber gut, ist halt so. Es ist relativ. Vielleicht ändert sich es noch. Es ist ja. Ansonsten muss man aber sagen, dass Perez einfach zum ersten Mal seit Miami 23 Verstappen outqualified hat. Vielleicht ist er vorne, weil er ja viel mehr Runden vorne hatte. Weißt du, Carlos ist ja eine Weile, Sainz ist ja eine Weile hinten dran gefahren. Naja, das stimmt ja auch nicht unbedingt. Das heißt ja nochmal, der, wo überholt ist, vorne. Aber Aber sagen wir mal ist ja jetzt egal. realistisch, irgendwann wurde zu Norris gesagt, er soll bitte Perez aufhalten. Ja, das muss man auch sagen. Also Norris hat Perez aufgehalten, um Piastri den Sieg zu ermöglichen, weil sonst wäre Perez wahrscheinlich als Erster rausgekommen bei den Boxenstops. Ansonsten, man muss aber wirklich sagen, dass Perez ein verdammt starkes Rennen gefahren ist. Oh Und ja. fast konstant, ich glaube, bis auf also bis aufs zweite Training. Nee. Bis aufs erste Training, unsere Training, war Verstappen vorne dran. Perez hat sich aber zwei Plätze vorne dran qualifiziert und ist auch konstant besser gefahren. Er hat auch Also fast das nicht gestruggelt. gesamte Rennen über war Perez eigentlich vor Verstappen. Genau. Es ist, wie ich am Anfang sagte, es ist seine Strecke, es ist sein Rennen. Es ist einfach ein verdammter Unfall gewesen und Es es war einfach ist ein Unfall. Das ist unbeschreiblich so. ärgerlich. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Perez als Sieger für seinen dritten Sieg in Baku gehabt hätten, wenn der Unfall nicht passiert wäre, nicht unwahrscheinlich. Ich glaube Mindestens nicht. zweiter Platz. Also Zweiter wäre auf jeden Fall geworden, aber ich glaube, der Abstand zu Piastri war einfach zu groß, in den 2 Runden aufzuholen. Weiß es nicht. Vor allem, weil er noch gegen Leclerc hätte kämpfen Wir müssen erstmal. können es nicht sagen. Wir wissen es Ja. nicht aktiv. Es ist einfach Ansonsten. nur ärgerlich für Paris in dem Moment gewesen. Und man ärgert sich auch schon ein bisschen mit, auch wenn es natürlich für den Fall von Ferrari und McLaren-Fans, es hat schön
Red Bull Punkte gekostet, Oh ja. dass Perez sich rausgeschossen hat und Verstappen nicht allzu weit vorne war. Ja, aber prinzipiell, es Man ärgert muss aber einen auch. auch schon echt für Perez mit und für Sainz Man natürlich. muss aber auch sagen, bei Sainz, er hat auch ein verdammt starkes Rennen gehabt. Man hat ihn zwar nicht so viel gesehen wie die anderen vorne, aber es gab auch die ganze Zeit diesen Dreierkampf zwischen Verstappen, Sainz und Norris, Ja. welchen Sainz letztendlich Gewonnen hat. gewonnen hatte von den dreien. Und Der er hat nämlich sich Russell so überholt hat krass, in dem Moment. er hat sich so krass an Perez am Ende Oh rangearbeitet, ja, das auch durch den stimmt. struggelnden Leclerc. Also auch da wirklich super starkes Rennen. Das war einfach nur unlucky, wie es geendet ist. Ja, auf den letzten paar. Ein Glück, dass keiner von den beiden verletzt ist. Oh Das ja, hätte das. auch richtig schwere Verletzungen geben Also auf können. den letzten paar Runden hat man, wo Piastri dann weggefahren ist, hat dann Leclerc, Perez, Sainz irgendwie so ein Kampf stattgefunden. Das war der Moment auch, wo die beiden sich gegenseitig rausgeschossen haben. Sagen wir es so, sie waren es beide gegenseitig. Es war ein Rennunfall. Genau. Keiner war Und schuld letztendlich. ja, Beide hätten was besser machen können, aber. ein sehr starkes Rennen von Perez und auch von Sainz. Nur leider nicht ganz so schön geendet. Ich weiß nicht, ob man Stroll als auch nicht ganz so schön geendet bezeichnen möchte. Hat er jemals schöne Rennen? Ah, Außer eine Handvoll hey, vielleicht. komm, so schlecht Also finde ich ich ihn, bin. ne? Er gehört trotzdem nicht in die Formel 1. Punkt. Na, auf jeden Fall, ich würde jetzt böse sein und Stroll und Tsunoda auch in einem abverspannen, weil sie haben sie. Es gehört auch zusammen. In der ersten Runde hat Stroll eine Divebomb gegen Tsunoda gemacht, warum er versucht hat, in Kurve 4 zu überholen. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommt, da innen überholen zu wollen. Hat Tsunoda voll an der Seite erwischt. Der hatte dann ein Loch im Seitenkasten, wurde letztendlich nur noch durchgereicht, bis er da ganz hinten war. Hat dann einen Boxenstopp gemacht und nach diesem Boxenstopp hat er das Auto abgestellt, weil einfach der Schaden zu groß war. Und ich meine, er hat sich kaum gegen die Sauber halten Also er können. hat im Seitenkasten ein Loch gehabt. Sag ich ja. Dies war super ärgerlich. Das hat halt sehr viel in der Aerodynamik und dem Sehr viel Ganzen Downforce gekostet. gekostet. Und ja, ich meine, sobald du von sauber überholt wurdest, weißt du eigentlich, wo du stehst. Da kannst du auch abstellen. Ich nehme an, sie haben natürlich dann einen sinnvollen Grund fürs Abstellen Ja, das genannt. Loch halt. Das Loch ist aber schon signifikant. 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 Dankeschön. Stroll hat sich auch irgendwas kaputt gemacht, ist als Erster Wahrscheinlich die gekommen. Radaufhängung irgendwie mit kaputt gegangen dabei. Das hat sich erst gegen Ende des Rennens gezeigt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Genau, er hat sich auch irgendwas kaputt gemacht, ist noch vor Tsunoda nach hinten gerutscht weiter. Da dachte ich schon, Er hatte einen Reifenschaden. er hätte schon abgestellt. Aber tatsächlich ist dann irgendwann so auf der Mitte des Rennens mir aufgefallen, ha lol, der fährt ja eigentlich noch. Er hat ja durch den Unfall einen Reifenschaden gehabt. Jo. Und ist erstmal nach ganz hinten durchgerutscht. Und ist dann 6 Runden vor Ende in die Box gefahren, um abzustellen. Ja, war das Sinnvollste fürs Auto. Wurde sogar noch als 19er klassifiziert. Beeindruckend. Ja, ab wie viel Runde, wann wird man nicht mehr Ich klassifiziert? bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es kommt auf die Strecke an. So, und jetzt Wie die erzähl Runde war. mal, wie das zustande kommt, dass auf 6 Runden vor Ende noch Leute klassifiziert werden. Ja, wie gesagt, also es kommt auf die Renndistanz an, Rundendistanz an. Je nachdem, wie lange man halt auch zeittechnisch hinten dran hängt, wird man noch klassifiziert fürs Rennen. Ich glaube, bis zu 10 Minuten darfst du hinten dran hängen, ab dann wirst du nicht mehr klassifiziert. Glaube ich. Na, auf jeden Fall, Weißt dass man, wenn man abstellt, tatsächlich noch klassifiziert wird, so auf den letzten paar Runden, kommt dadurch, dass zum Teil zu einer Zeit von keine Ahnung wann die Leute so oft überrundet wurden, dass die halt gefahren sind und trotzdem 6 Runden hinten dran hingen. Und dann sind sie halt gefahren Ah. und sind ins Ziel gekommen und wurden dadurch halt immer noch klassifiziert. Jetzt habe ich es. Wenn man weniger als 90% der Renndistanz zurückgelegt hat. Na dann. Also ja, es kommt auf die Rundenlänge, Rundenanzahl an und dann halt. Wenn du 90% gefahren bist, dann bist du noch klassifiziert, so wie es bei Stroll der Fall war. Ist wahrscheinlich irgendwie 92% oder sowas gewesen bei ihm. Und das kommt eben dadurch, dass Leute schon viel, viel weiter zurückhingen. Ja, also es gab noch Zeiten in den 80ern, da habe ich mal ein Rennen gesehen, da ist einer mit irgendwie, ich glaube, 32 Runden hinten dran erst ins Ziel gekommen. Der wurde logischerweise nicht mehr klassifiziert. Jo, aber er ist gefahren. Er ist bis zum Ende gefahren, also sein Ende halt. Ja, Der wäre halt noch eine Weile länger gefahren. Das Rennen wäre und halt lang damals gab gegangen. es noch keine blauen Flaggen und sowas, das war das eh nochmal eine ganz andere Geschichte. So, ja, damit haben wir alle durch. Also, schnellste Runde, Lando Norris, schnellster Boxenstopp, Kick sauber und Fahrer des Tages.
Ja, Oscar Piastri. Oscar Piastri. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch abgestimmt. Mache ich ja nicht so oft. Für mich war es Albon. Für mich tatsächlich auch, weil es einfach ein mega starkes Rennen von Alex Albon war. Also. Er ist so lange da vorne gefahren und man hat sich gefragt, was macht der Williams eigentlich da vorne? Warum hält er sich immer noch da? So, das dazu, weiter mit anderen Sachen. Adrian Newey, die Bombe ist geplatzt. Er geht zu Aston Martin. Ach du Kacke. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was Aston Martin da für ein Paket im Moment aufstellt. Mit der neuen Fabrik in Silverstone. Leute, 26 wird was. Ich sage, Aston Martin fährt ganz, ganz vorne mit. Es kann nicht anders sein. Sie haben Newey, sie haben, wie du sagst, die neue Fabrik. Fabrik in Sie haben so Silverstone. viele Leute aus anderen Teams zusammengeschaufelt. Und aktuell haben sie noch Fernando Alonso. Und sie investieren so in die neueste Technik für ihre Firma. Es ist. Sie haben halt nur ein großes Handicap. Das nennt sich Lance Stroll. Ja, aber da muss man halt sagen, durch Lance Stroll oder besser durch Lawrence Ja, Stroll ist aber Newey in die. korrekt. Aber dieses Team kann auch ohne Lance Stroll funktionieren. Mit Lawrence Stroll. Ich glaube, Lawrence Stroll ist einer der größten Formel-1-Fans, die es in unserer Zeit gibt. Und Absolut. sein Problem vielleicht ein bisschen, er ist ein zu großer Fan seines eigenen Sohnes. Korrekt. Ich meine, ich kann es verstehen, dass er Ja. seinem Sohn das ermöglichen möchte. Was ist er bitte für ein großartiger Vater? Ich meine, Absolut. natürlich wissen wir nicht, wie er regulär im Privaten ist. Können wir gar nicht behaupten. Aber so von dem, was man über alles so mitkriegt, Ja. das ist. Hey, krass, was ist das für ein Vater? Wie liebt er seinen Sohn? Wie er ihm das alles ermöglicht auch. Ja, absolut. Aber das Problem ist halt, dass Er Stroll erkennen muss. fährt nicht konstant genug, um in den Teams ganz vorne mitzufahren. Eben, er muss erkennen, dass sein Sohn nicht für diesen Sport geeignet ist. Setzt Das ist ihn. meine Nein, Meinung. nein, nein, das ist wirklich so. Setzt ihn in einen Langstreckenrennwagen von Aston Martin, wo die ja auch teilnehmen. Da hätte der größere Chancen zu gewinnen als in der Formel 1. Ich sag nur als Beispiel Antonio Giovinazzi. In der Formel 1 abgesoffen bis zum geht nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war. Letztes Jahr auf jeden Fall die 24 Stunden von Le Mans gewonnen mit Ferrari. Ja. Also. Na, also prinzipiell, dass sie wirklich als Team ganz vorne mitfahren, sollten sie gucken, dass sie einen konstanten und guten Fahrer kriegen. Ich meine, Perez war auch schon mal konstant. Hat sich ja auch gegeben mit der Zeit, möchte man ja nichts sagen. Naja, schon konstant gewesen, eine Zeit Halt lang hinten. in der Wand. Komm schon, das war jetzt fies. Nee, das war aber so. Nee, aber da müssen sie halt wirklich eigentlich gucken, dass sie noch jemanden wirklich, wirklich Gutes kriegen. Natürlich ist auch gesagt worden, dass sie jederzeit mit Kusshand Max Verstappen nehmen würden. Max, das hat man in jedem Team einen Platz. Richtig, aber das Ding ist, wen würden sie dafür rausschmeißen? Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann Alonso werden würde, ist halt einfach Ist schon ein gegeben, Fehler. ne? Ist schon gegeben, aber es Das, wäre dumm. genau das meine ich, das wäre der Fehler dahinter. Deswegen, also, dass Max Verstappen zuerst machen geht, da ist nie die Sprache von gewesen, aber er würde halt mit Kusshand in jedem Team genommen werden. Absolut, das hat, ich glaube, auch James Vowles letztens gesagt. Irgendjemand hat es letztens gesagt, dass egal, wo Verstappen hingeht, jeder ihn nehmen würde. Na, auf jeden Fall, Bombe endlich geplatzt. Wir wissen es endlich, wo Newell Zudem, landet. ganz kurz zu dem, dass Verstappen Ja. überall einen Platz hätte. Angeblich. Obwohl, das hat Toto Wolff selbst auch bestätigt, hat er immer einen Vertrag für Verstappen dabei. Oh Immer. mein Gott. Er nimmt ihn sogar mit aufs Klo und er hat immer einen Kuli zur Hand. Eigene Aussage von ihm. Das finde ich etwas übertrieben. Ich glaube nicht, dass Verstappen plötzlich auf Klo anspricht. Auch wer weiß. Ist das so eine Sache bei Männern, so nebeneinander am Pissoir stehen? Ich dachte, das ist eher so ein Ding, du musst ein Pissoir dazwischen freilassen. Ja, und allerhöchstens siehst du es hier zu. Das Ja, war's ich auch. glaube, da ist nicht Nee, viel im eigentlich. Vertrag. Ja. Aber Hände waschen. Da kann man wieder miteinander reden. Oder wenn man in der gleichen Hütte nebeneinander sitzt, ne? Nee, das machen wir auch nicht. Gott. Ich mach das zumindest nicht. Keine Ahnung, ich war noch nie in der Herrentoilette. Ja, lass mal lieber. Nee, möchte ich auch nicht. Dankeschön, die Damentoiletten riechen besser. Ja, das stimmt. Na, auf jeden Fall. Genau. Newey ist jetzt, also, sorry, weg vom Toilettenthema. Es ist absurd. Ja, alle, die jetzt lachen. Leute. Yeah. Gut. Also ich versuche In Betracht der Tatsache, dass niemand lacht, außer du. es. Niemand hört das hier. Oh Mann. Oh.
Oh. Nein, also immer den Vertrag für Verstappen dabei, Haken dran, okay, mach das, wenn du das machen möchtest. Ich hindere niemanden daran. Newey bei Aston Martin, was haben wir noch? McLaren ist in der Konstrukteurswertung vorne. Ja, nachdem ja Perez keine Punkte erzielt hat dieses Wochenende, hat McLaren einen ordentlichen Schub an Punkten bekommen. Es ist mal auf mit dem Kram hier. Die tanzt hier rum, als wäre die Meisterschaft schon gewonnen. Es kann noch viel passieren. Nee, aber sie sind vorne, es hat lang genug gedauert. Übrigens das erste Mal, dass McLaren die Meisterschaft anführt seit 2014. Australien 2014. Das ist traurig. Das ist lange her. Ja. Na, auf jeden Fall, es ist. Ich find's fantastisch. Ferrari, ich hatte es dir geschickt. Kannst du Ja, gerade Ferrari, mal wo hast du mir das denn schon wieder auf geschickt? WhatsApp? Ich schick mir so viele Sachen, ey. Nee, das ist falsch. Nein, das ist auch falsch. Wo ist denn das? Warum ist der nicht mehr angepinnt, der Chat? Ja, 31 Punkte für den Ferrari noch, um an Red Bull vorbeizuziehen. Habe ich heute fachgerecht ausgerechnet. Das ist nicht mehr so viel. McLaren ist davor. Ich weiß gerade nicht mit wie vielen Punkten. Aber ja, nicht Nicht mehr allzu viel. weit mehr. Also, Ja. McLaren davor. Ferrari hat es nicht mehr allzu weit. Ja, genau. Ja, das ist. Was haben wir denn noch so zu anzusprechen heute? Genau, mit 20 Punkten ist McLaren davor. Also McLaren hat jetzt 476 und Red Bull hat 456 Punkte und Ferrari hat 425 Punkte. Das ist nicht mehr viel. 31 Punkte noch, Leute. Dann hat auch Ferrari Red Bull überholt. Dann gib mal bitte Gas da. Gas ist das richtige Wort dazu. Ja. Die Fahrer, also Verstappen ist bei 313 Punkten und Norris ist bei 200. 54. Jetzt der perfekte Mensch rechnet das kurz aus. Ich hab's Es vorhin schon sind mal geschrieben, es halt. sind 59 Punkte. Oh, wo Norris auf Verstappen hat. Siehst du, ich bin gut. Das geschrieben. Ja, hast du mir geschrieben. Aber Leclerc sitzt halt auch direkt hinter Norris. Genau, mit Noch 19 Punkten, die fehlen. auf Und Norris. auf Norris. Also, Und direkt es wird dahinter immer. kommt tatsächlich Piastri, der. Ja, 222 Punkte hat. Was ein schönes alles. Es ist eine Rundfunkzahl. Man muss sagen, also, die haben theoretisch, wenn ich richtig bin, hat Piastri auch theoretisch noch die Chance, den Titel zu holen. Echt? Theoretisch. Also er braucht hat noch Also rechnerisch. 13 Punkte auf Leclerc. Er hat noch rechnerisch, glaube ich, die Chancen dazu. Aber natürlich kommt das dazu, dass halt Verstappen nicht so viele Rennen beenden darf und keine Punkte erzielen darf. All das steht damit rein, aber deswegen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass Piastri den Titel holen kann. Aber wer weiß, das ist die Formel 1, da kann alles passieren. Wir Also wissen auch, dass, bleiben wir mal also. realistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, gering. Aber Möglich. es besteht die Möglichkeit sowohl für Lando Norris als auch für Charles Leclerc und für Oscar Piastri Ja. noch den Titel zu holen. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, Leute, keine Hoffnung machen Nee, hier. das stimmt. Aber zumindest für McLaren können wir hoffen und für Ferrari auch noch. Ich meine natürlich, ob Ferrari dann an McLaren rankommt, ist eine andere Sache. Ja. Aber sie können Red Bull überholen und ich weiß nicht, das ist aktuell schon was ziemlich Beeindruckendes, Absolut. ziemlich Cooles, vor allem wenn man Red Bull die letzten Jahre anguckt. Ja. Was ich ein bisschen schockierend finde, tatsächlich, dass Red Bull so struggelt. Also, dass sie wirklich so hängen. Na, ich Ja, find's super. klar, es freut alle anderen Fans außer Red Bull-Fans. Die sind natürlich super Ja. pissig und. Wenn man darüber diskutiert, dass Lando Norris Weltmeister werden könnte, ne? Wir sprechen hier nur von könnte. Ja. Für alle Red Bull-Fans, ja, könnte. Er müsste besser fahren, natürlich. Er müsste sich mehr Mühe geben und er müsste bessere Starts hinlegen. Habt ihr recht? Er ist trotzdem nicht mehr so schlimm weit weg. Das stimmt. Es ist immer noch möglich. Wie gesagt, in Aber der Formel 1 ist alles möglich. das Ding ist, irgendwas stimmt nicht. Wie Michael Schumacher schon sagte, first you have to finish. Deswegen, ich sage, könnte. Genau. Könnte. Ganz weit weg, könnte. Es stimmt trotzdem irgendwas mit dem Red Bull nicht und sie kriegen es einfach nicht unter Kontrolle. Aktuell nicht, nein. Das ist ein bisschen Sie haben es in ein schockierend. Monster verwandelt, wie Verstappen sagte. Das ist ja, aber sie haben es von Anfang an angefangen, in ein Monster zu verwandeln. Schon letztes Jahr. Ich Nein, sag, da war es nein, nicht. pass auf, lass es mich aussprechen. Das ist ein Monster gewesen, dieses verdammte Auto.
Mit Verstappen drin erst recht. Jetzt ist es aber ein böses Monster. Nein, letztes Jahr war es einfach dominant. Es Jetzt ist ist es ein richtig. Monster. Es ist einfach Ein brutal. unkontrollierbares Monster. Naja, also weg von unserer Meinung hin zu Fakten. Ja, Fun Facts, weil da gab es noch nicht so viele schlimme Sachen in dem, auf der Strecke. Hurra! Dieses Rennen gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange, noch nicht mal 10 Jahre. Denn der erste große Preis in Aserbaidschan oder der erste Rennen in Aserbaidschan hat wann stattgefunden? Keine Ahnung. 2016, damals als großer Preis von Europa. Das stimmt sogar, wir haben es nachgeprüft. Also Baku liegt noch in Europa. Tatsächlich. Das ist Auch ein passieren. ganz, ganz kleiner Zipfel von Aserbaidschan. Ist europäisch. Genau. Das ist schockierend. Dazu hat diese Strecke die längste Gerade der Formel 1, sogar länger als die Camel Straight in Spa, mit 2,2 Kilometern und hält den Höchstgeschwindigkeitsrekord der Formel 1, also höchste gemessene Geschwindigkeit in der Formel 1 von Valtteri Ich Bottas wusste, im dass das Bottas Williams, ist. ups, im Williams Das ist auch Bottas. 2016 mit einer Geschwindigkeit von 378 km/h. Okay, können wir drüber reden? Ich wusste, dass es Bottas ist. Es ist immer Bottas, wenn das sowas ist. Der fliegende Finne, nicht umsonst. Heißt es nicht eigentlich Flying Dutchman? Es ist also. Nein, es ist der fliegende Finne, weil Okay. das war Kimi Räikkönen vorher. Ah ja, na dann. Davor war es Mika Häkkinen. Der Titel wird immer weitergereicht. Aktuell haben wir zwar keinen finnischen Fahrer, der in der Pipeline ist, aber doch. Wie heißt Räikkönen Sohn? Also Entschuldigung, der ist noch nicht so alt. Ich glaube nicht, dass der in den nächsten 3 Jahren in einem von der Nee, Formel das stimmt 1-Auto nicht. sitzt. Leider. Der ist aktuell noch beim Kartfahren und ist gruselig. Also Iceman 2 incoming Ja, scheinbar. Iceman Junior. Man sieht, wo es her hat. Absolut. Also. Aber nicht in der also nicht in der Warteschleife für den Titel. Also für den Titel schon, aber nicht für die Formel 1 aktuell. Die Strecke führt an Sehenswürdigkeiten von Baku vorbei, wie den Maiden Tower und der Flame Towers, was Teile der Altstadt von Baku sind. Und hat eine der schmalsten Stellen der Formel 1. Ja. Mit gerade mal 7,6 Metern. In einer Stelle, in die Leclerc schon ein paar Mal eingeschlagen ist, Ich sowohl in der sage nur, Realität als auch virtuell. I am stupid. I'm stupid. Es ist so ein bisschen ein ikonischer Satz für ihn geworden, gerade in Baku. Können wir kurz drüber reden? Du, Baku, die Altstadt ist dieser Teil, wo so ein bisschen rund aussieht und das Genau. im Neuen ist dann dieses Eckige. Ja, genau. Genau, seht ihr, so doof bin ich doch gar nicht. Dazu, also was hier mein Facts drin steht, und das ist einfach wahr, es ist unvorhersehbare Rennen. Also Baku bietet immer Ja. unvorhersehbare Rennen. Ja, das hat man dieses Wochenende wieder einmal gesehen. Das ist niemand. Niemand hat noch damit gerechnet, dass irgendwas passieren würde. Zumindest in dieser Art passiert. Dass es einen Crash gibt oder so. Wie auch. Es ist ja eigentlich alles relativ gut gelaufen, gefahren. Dann haben wir eines der wohl berühmtesten Rennen in der Neuzeit, vor allem in der Turbo Hybrid Era. Der Baku Grand Prix von oder Aserbaidschan Grand Prix von 2017, in dem es sehr, sehr viele Safety Cars gab, in dem Hamilton und Vettel gegeneinander gefahren ist. Sind. Hamilton und Vettel nicht Verstappen. Du hattest Hamilton. Vettel gesagt. Hätte ich Vettel gefragt? Oh, egal. Auf jeden Fall Hamilton und Vettel, in dem Hamilton Vettel gebreaktestet hatte. Daraufhin ist Vettel ihm aufgefahren und danach nochmal in die Seite reingeknallt und das hat ihm eine ganz schöne Strafe verpasst. Question. Baku ist doch auch die Strecke gewesen, wo es Verstappen die beiden Reifen zerdonnert hat, Den oder? einen Reifen, Nur ja, einen. genau. Der ist geplatzt. Ja, genau, 21, als ihm der Reifen auf der Geraden geplatzt ist, es dann einen Neustart gab und in welchem Hamilton einfach geradeaus weitergefahren ist. Ja, 2021 war eine wilde Season. Beeindruckend, ja. Ja, dann, was? Moment. Es gibt nur einen mehrfachen Sieger. Ja, Ja, Sergio Perez. das haben wir ja gesagt. Genau. Wie er sich selbst scheinbar nennt, scheinbar, ne, laut der deutschen Moderatorin Street Fighter. Ja. Und aufgrund. Stimmt aber, also Straßenrennen sind seins so ein bisschen. Absolut. Auch wenn er in Monaco sie es ja nicht geglänzt hat. Bin mal gespannt, was in Singapur passiert. Oh ja. In dem er auch, auf der Strecke hat er ja auch schon gewonnen. Also, könnte natürlich aber auch sein, dass wir eine Smooth Operation wird dieses Jahr. Das wäre schön. Ja. Ansonsten.
Ja, war es eigentlich mit den Facts, weil das letzte ist eigentlich eher weniger interessant, muss ich gestehen. Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach. Na, dann noch ein Fact von mir. Ich weiß nicht, ich gucke mir ja relativ gerne die Hymnen vorneweg an und bin doch gelegentlich auch enttäuscht darüber, was sie tun. Ich war wieder einmal sehr beeindruckt von der Hymne, die sie dieses Jahr gehört. Also es ist natürlich immer die gleiche Hymne, aber wie sie performt wird. Ja, genau. Es war sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wer es war, ich weiß nicht, was er macht oder wie wichtig er ist, keine Ahnung. Ich hätte auf einen Opernsänger getippt, aber er hat sehr schön gesungen und das war wieder sehr beeindruckend. Absolut. Also ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten sie das mit den Damen, Das war wo letztes Jahr. das ist ja, also erst alles in weiß und ich dachte so, hä, was haben die für komische Kleider an? Und dann ziehen die die Kleider seitlich weg und sie haben die Farben von der Flagge und in der Mitte steht diese Dame, die komplett weiß, also richtig weiß gekleidet ist, nicht so dieses beige. Und sie haben einfach die Flagge damit nachgestellt. Das war auch cool. Das war schon, ja. Deswegen, also Baku-Hymne schon nichts falsch gemacht dies Jahr auch wieder. Absolut. Also ich finde Baku ist immer ein Spektakel und hat auf jeden Fall, auch wenn es kein historisches Land ist und so weiter, bla bla bla, ewig lange Diskussion, finde ich trotzdem, ist es ein Rennen, welches in den Kalender gehört, weil es einfach immer spannende Rennen bietet. Richtig, also es hat seine Berechtigung im Absolut. Kalender. Da gibt es Rennen, die haben die nicht. Gut, Abi. Ja, Frankreich hatte sie auch nicht wirklich. Oh, Frankreich war auch langweilig. Also zumindest Le Castellet. Richtig, Le Castellet war wirklich nicht so gut. Ja. Cooligan. Wir haben alle Angst vor Madrid nächstes Jahr. Ja, also Nächstes oder 26? 26. Madrid Übernächstes Jahr. 26. Der neue Strecke in Spanien. Möchtest du da was drüber sagen? Du bist, Ja, glaube ich, ganz kurz möchte gefahren. ich noch kurz das erwähnen. Ich habe Assetto Corsa, den Rennsimulator, und habe mir eine Mod runtergeladen mit der Strecke von Madrid 26. Und auch wenn ich sagen muss, sie hat coole Passagen und ich sehe die eine oder andere Überholmöglichkeit, ich prognostiziere, auch wenn ich kein Experte bin, dass es dort nicht viele Überholmanöver gibt und dass es höchstwahrscheinlich arschlangweilige Rennen werden. Na, das haben wir auch über Las Vegas letztes Jahr noch gesagt. Die Strecke habe ich aber nicht vorher gefahren. Nee. Und Vegas hat wesentlich mehr Geraden. Madrid hat fast keine Ich Geraden. finde, Las Vegas sieht aus wie ein umgedrehtes Korrekt. Na, aber Vegas haben wir auch gemäkelt vorher. Ne? Ich würde Das es stimmt. echt abwarten. Klar, du bist jetzt gefahren. Deine Ja. Meinung ist deine Meinung. Genau. Unsere Meinung hört ihr hier im Vor allem, Podcast. wer weiß, wie es mit den neuen Autos ist. Da kann es natürlich auch wieder ganz anders sein. Genau. Kann ich nichts Also. weiter dazu sagen. Nochmal, unsere Meinung hört ihr hier im Podcast. Jedes Mal nach einem Rennen mindestens. Manchmal etwas verspätet. Zwischendurch haben wir noch keinen Podcast rausgebracht. Themen hätten wir tatsächlich. Also wenn ihr Glück habt, kommen irgendwann mal Special-Folgen. Genau. In nächster Zukunft erstmal nicht. Wir genießen dann die freien Wochenenden und trauen Nein, darum, kein Formel jetzt 1 haben wir zu kein gucken. freies Wochenende, weil nächste Woche Noch haben wir nicht mal nächstes Singapur. Wochenende Singapur ist. Ja. Ja, und Singapur bietet auch immer gute Rennen. Also wir haben hier auf jeden Fall große Singapur-Fans sitzen. Ja, Singapur ist eine super Also Strecke. zwei Stück. Ich finde es cool, dass es ein Nachtrennen ist, weil das macht wirklich was her dort. Absolut. Und ich glaube, es wäre tagsüber viel zu warm. Ist Ne? es. Hat Gründe, dass es, ich glaube, das erste Nachtrennen war, ne? Ja, Singapur war das erste Nachtrennen überhaupt. Bahrain ist ja inzwischen auch Nachtrennen. Damals war es, als in den Rennkalender eingeführt wurde, noch kein Nachtrennen. Na, auf jeden Fall freut euch dann nächste Woche auf Singapur. Genau. Mit uns zusammen erstmal dann. Und dann können wir natürlich noch darüber reden. Den Fact, ob es wirklich das erste Nachtrennen war, kriegt er dann ab. Ist es. Spoiler. Bis zum nächsten Mal. Und Ah, tschüss. Moment. Folgt Nein, uns was? natürlich noch auf Spotify. Mir gibt 5 Sterne dabei. Nicht vergessen. Immer wichtig, nur 5 Sterne. Ja, Alles weniger wird mehr andere akzeptiert. könnt ihr lassen, nur 5 Sterne. Und ihr müsst bewerten. Genau. Mit 5 Sternen. Und folgt auf YouTube. Lasst ein Like und ein Abo da. Kommentiert gerne fleißig. Wir freuen uns auch über eure Meinungen. Genau, vor allem, wenn wir was falsch sagen. Wenn ich jetzt irgendwie falsch gesagt habe, dass Gasly so viel überholt hätte und das gar nicht stimmt, Gefährliches gerne Halbwissen. sagen. Gerne Das ist die sagen. Ausrede für alles. Ja, genau. Nein, auf jeden Fall Meinung gerne dalassen. Und wenn ihr es besser wisst, wenn ihr nicht nur Halbwissen habt, sondern es wirklich besser wisst, sagt uns. Genau. Wir wissen es nicht besser. Das stimmt. Also dann eine schöne Woche Bis zum nächsten Mal. und tschüss. Tschüssi.